So, und zwar. O heilige Statue der Sieben. Erhöret meine Gebete. Ich habe auch nur 6. Nein! Habe ich einen noch irgendwo gesehen? Aber normalerweise mache ich immer sofort die Jagd darauf. Deswegen nicht so. Das gibt's doch nicht. Ein einziger fehlt mir. Kann ich mit irgendeiner Mission? Kann ich mit irgendeiner Mission so ein Ding gewinnen? Oder bekommen? Gar nichts. Gar nichts. Die muss ich wirklich finden. Oh, es ist ärgerlich. Hallo, Schwäne! Storch den, Schwäne. So, liebe Leute, ich bin weg. Aber sowas von. Von da muss ich eh noch hin, zur Elementarprüfung. Aber da kann ich. Die Elementarprüfung kann ich erst ab Stufe 16 machen. Ist das bitter? Statue 7. Ich hab die hier. Alles gut. Da ist eine Ruine in der Nähe, oder? Lassen wir uns es auf den Grund gehen. Ich muss gerade gucken, so ob der Sound stimmt, weil ich hier gerade. Im Ladebildschirm habe ich keinen Pegel gehört. Ja, ich hatte Angst. Ja. Ist es die, die ich denke, dass es die ist? Wieso bist du Stufe 27? Wieso ist er Stufe 27? Warum sind die Stufe 27? Oh, der gesessen, der gesessen. Einfach mal ein bisschen mit Magie hier arbeiten. Na komm, Stufe 27 gehen, das ist kein Ding für uns. So, erledigt, Junge. Der schlägt doch keinen Schritt zurück, ne? Au! Er ist gleich weg. Er ist gleich weg. Figuren EP 38. Das klingt schon besser als 2. Aber hier wollte ich auch gar nicht hin. Ich wollte zu dem Kreis dahin eigentlich. Wie komme ich da hin? Fragen über Fragen. Ist eine Hütte. Nee. Muss ich da echt hoch? Ach, ist das belastend. Zack. So. Einmal ein bisschen laden lassen. Und dann geht's weiter. Oh. Ja, gut, das. Ja, gut. Also. Ich kann wetten, ich sammle die einfach nur ein, obwohl es total unnötig ist, weil ich die gar nicht mehr brauche, weil ich mit meinen jetzigen Fähigkeiten schon total over bin. Was ich nicht weiß, weil ich einfach nur spiele wie so ein Bob. Muss ich noch ein höher? Ist das widerlich. So. So. Jetzt muss ich noch ein höher. So. Das sieht so aus, als wäre ich hier noch nicht gewesen. Was ist das denn? So, wer will gegen mich antreten?
Der Champion ist im Haus. Ist in the ring. Hallo? Ey, ihr Feiglinge! Die Blumenleuchten. Es ist ruhig. Zu ruhig. Trick ihn mich an! Das ist eine ziemlich langweilige Arena. Ich will aber da oben noch auf den Felsen rauf, auf den Baumstamm. So, tolle Ruinen war das. Ich war sichtlich unbegeistert. Es ist sogar Platz für Zuschauer. Ist ja nice. Ich sehe nichts. Ey, ist das nervig, Lasse. Also das mit den automatischen Klettern ist manchmal echt nervig. Aber nur manchmal. An anderen Tagen, wo ich mir den Arsch rette, finde ich super. Kann ich da reingehen? Hier muss doch irgendwas Cooles sein. Hier muss doch irgendwas Cooles sein. Ich bin in so einem riesen Baumstamm drin und habe nichts hier drin. Boah, wie langweilig seid ihr denn? Und hier ist einfach nur eine riesen Weide. Ich find's gut, wie zielstrebig ich immer wirklich den Weg einschreite, den ich auch einschreiten muss. Das Problem ist, ich komme da nicht hin. Alles rot. Das ist schon fast schade. Aber da kann ich runter. Ich weiß. Ist das das, was ich denke, dass das ist? Das, was wir brauchen? Da hinten ist eh die Windbarriere. Sogar noch eine Truhe. Ne, ist ein Kristall, verdammt. Das ist ein Kristall. Alter, ja genau. Kommt da so ein fettes Schwert raus. Aber so ein Kristall konnten wir auch gebrauchen. Ja. Ach ja, ich hab kurz vergessen, wie ich da raufklappen muss. Brockenkristall. Das sind Vögelei. Dwalins Ruinen. Mann, Leute. Wisst ihr, wo dieser Herr Dwalin ist? Ihr könnt es natürlich auch lassen. Ist mir zu sagen. Dann stirbt er aber! Ah. Gott, ehrlich. Ist hier noch jemand drin? Nö. Oh Gott! Nur um mich zu erschrecken, kommt er da. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, da will ich nicht hin, ist irgendwie langweilig. Haben die mich gesehen? Die haben mich gesehen. Oh, egal. Das ist die Windbarriere. Da will ich ja gar nicht hin. Komm. Was ist das hier? Das Böse breitet sich aus. Das muss ich eh noch machen, oder? Bin ja eh fast da. Komm. Ich bin gleich da. Ja! Ja? 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 Ja!
Ja. Oh. Ist das jetzt aber hier, ist das ein Kopfgeldjagd? Ein Kopfgeldding? Was denn da so sind? Ich denke mal, oder? Ich weiß das nicht. Ich habe einfach jede Mission angenommen. Bam. Den will ich haben. Das wird schief gehen. Das wird schief gehen. Ich komme doch niemals hoch. Ich höre am besten auf zu springen. Nachschub daher. Ja, okay, ich komme da vielleicht. Echt, das war's. Echt, dafür? Wow. Oh, was ist das denn noch? Söldnerzweine! Ich weiß nicht, wie ich rüberkomme. Bin ich hier richtig? Bin ich. Ich höre auf zu springen. Nein! Okay. Gibt es noch einen anderen Ort oder eine andere Möglichkeit, wie ich da hochkomme? Das ist jetzt mir ein bisschen zu anstrengend. Na komm. Gehen wir halt den langen Weg. Der nachher am Ende wahrscheinlich der kurze Weg ist, aber ich weiß es halt nicht besser. Oh, guck, was da ist. Eine grüne. Da war was. Grünhornechse. Wo? Da war eine Grünhornechse. Zack. Boom, bam, 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 bam. Kiste. Jo, einmal alles eingesammelt und das war's. Bam, bam. Ich muss noch weiter höher, ist das widerlich. So, muss ich noch weiter höher? Ich muss noch weiter höher. Und immer höher geht's hinaus. Zack. Hä? So, zack, komm, einmal noch. So, jetzt. So, jetzt müsste ich aber ganz oben sein. Ich kann nämlich den Himmel sehen. Also weiter höher kann ich nicht. Und das Ding war natürlich ganz oben. Sondern noch weiter höher. Hä? Wenn ich da die Monster rette, Ellen. Wo denn? Don? Nee, hä? Wo denn? Da! Stopp! Sind das hier die Monster, die ich vernichten muss? Oder ich bin verwirrt. So. Hier, nehmen wir das. Du störst gerade ein bisschen. Okay. So. Warum schwer machen, wenn es einfach geht? Und der Feigling ist auch noch abgehauen. Um sich wieder aufzuladen. Ich liebe das! Schon. Hey. Schaff ich da noch?
Geht doch. Geht doch. Was für ein Typ muss ich denn jetzt helfen? Also ich würde jetzt erstmal hochgehen. Oder muss ich hier unten noch ein paar Leute erledigen? Ist das ein Mondstadt? Das kann sein. Guck mal, hier war ich doch schon zum Beispiel schon mal. Hundertprozentig. Ja klar war ich hier schon mal wegen dieser Windbarriere. Macht auch Sinn, aber da kann ich ja nicht rein. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hoch und übernehme dieses komische Ritual. Da war wieder was Spielern ist. Na, jetzt noch nicht. So, bin gespannt. Freunde. Ich helfe euch mal. So. Und tschüss. Und einer noch. So. Überladen ist auch ganz gut. So. Wenn diese Barriere nicht ist, habe ich auch gar kein Problem gegen die Viecher. Ich glaube, hätte niemand ein Problem gegen die Viecher. So, ein bisschen abgeschlossen. Easy going. Abenteuerstufe ist sogar jetzt noch ein bisschen weiter gestiegen, aber da fehlt immer noch ein bisschen. Habe ich da was gesehen? Habe ich da was gesehen? Habe ich da was gesehen? Ich habe da nichts gesehen, weil ich dumm bin. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen jetzt nur das, weswegen wir nicht hier sind. Da müssen wir hin. Wieder genau zum Teleportationspunkt, wo wir waren. Und diesmal gehen wir den richtigen Weg lang. Ja. Ich habe langsam das Gefühl, dass das zum Beispiel nicht die richtige, dass das hier nicht die richtige Mission ist. Sondern sich einfach eine andere Mission zwischengeschaltet hat. Keine Ahnung warum. Hab sie. Echsenschwanz. Nice. Da oben. Da oben. Jetzt nicht. Geht weg. Haut ab. Erst das Wichtige. Boah, einen guten Ort zum Hochklettern. Einen guten Ort zum Hochklettern. Ich kann auch um keine Kurve hochklettern. Leute? Wie komme ich dann hoch? Aber auf jeden Fall ist das die Hauptmission. Nein, ich will da hoch! Oh, eine Kiste. Gut. Vielleicht finde ich noch einen anderen Weg. Vielleicht. Da hoch. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Einmal so. Den kennen wir auch schon. Hopp. Hopp. Ja. Ja, ja. Ja. Hab's. Freunde. Ich komme. Das wird schon. Woohoo! Devalin Protection Squad, assemble! Let's put our crystals together. Oh. The color of these crystals looks muddy. Devalin, you're going through so much pain. Let's start purifying these crystals first.
Please, traveler. Is he going? It is hard to believe such a thing as possible until you've seen it with your own eyes. Interesting. It's like filtering wine. The process is refreshing. I think we should have enough tears now. So next we use the crystals on the holy lyre like last time. Alles klar. It worked. It seems completely different from before. The lyre's animal power seems fully restored. We should be able to use it now. It's all thanks to you. Now, where should we summon Storm Terror? It must be away from the city, else there will be casualties should we fail. Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. But I'd still rather not go through the hassle. The wind that blows at sea or in high places should be able to carry a bard's words far away. It's never going to work if the air is too dry or suffocating. Paimon understands. Sea or high places, right? Then the best location to play the lyre would be... eine Klippe, die Küste oder in der Luft gleiten und spielen. Ich bin kein Fan von Luftkämpfen, deswegen... ich würde eher sagen eine Klippe, aber da können wir auch runterfallen, also schon mal sie kämpfen müssen. If you go east from Starfell Lake, there are mountains south of the beach. Oh, you mean that beach we were on when you told Paimon about your sister? If you head to where the cliff juts out, that place is known as Star Snatch Cliff. What do you think, Bard? Meets the requirements, no? Let me think. Star Snatch Cliff. All right, let's do it there. Very well. Then let's meet at Star Snatch Cliff when we're ready. Please don't be late. Yes, ma'am. Sorry. I didn't mean to. Auf zu Sternengreifklippe. Wiedersehen mit dem Drachen. Ey, ob wir den Drachen heute nochmal treffen? Ey, ist ja so mega. Erstmal ein bisschen looten hier. Ich brauche nämlich Sachen. Ganz dringend. So. Aber wo ist die Sternengreifklippe? Muss ich nochmal gucken. Waren wir da schon? Ja, klar, da wo ich eingeschlafen bin. Mein Gott. Ich höre auch immer nur mit einem halben Ohr hin, ne? Das heißt, ich muss wirklich dahin, wo alles begonnen hat? Nice. Sternengreifklippe? Nee. Da, Papa. Aber warte. Wir gehen da jetzt noch nicht hin, weil... es tut mir jetzt mega leid. Eigentlich nicht, aber... ich muss leider die Charakter ein bisschen aufpumpen, pimpen, weil sonst haben wir große Probleme nachher. Ich glaube, die Waffe und so lasse ich. Ich werde einfach nur ein paar Sachen ausstatten. Warte. Nicht direkt die Waffen, sondern ich mache erstmal die Dinger direkt. Aufstieg. Kriege ich das hin? Ich brauche das hier. Wo kriege ich das her? Belohnung für Abenteuerstufe, danke. Nächste. Aufstieg? Kann ich machen. Neues Talent freischalten. Jeden Schuss ein Treffer. Okay, mit der spiele ich aber extrem... naja, eigentlich extrem oft, ne? In der Zeit immer extrem oft. Kann ich mit ihr einen Aufstieg machen? Ne. Sie ist auch die Einzige, mit der ich einen Aufstieg machen kann, oder was? Ne, mit ihm auch. Boah, das wird natürlich Angriffskarte immer. So, ich würde jetzt einfach mal, damit wir ein mindestens haben, sie aufsteigen lassen. Einmal kurz so. Easy going.
Das HP 2600, Verteidigung mehr, Angriff auch. Ja, das können wir mal so machen, würde ich sagen. Ne? So, jetzt haben wir aber hier was. Ich brauche jetzt Hochstufen? Ach ja, da war ja was. So, 16. Machen wir auf 30 erstmal. Und Stufe 20 auf 30. Nice. Ich würde jetzt spontan sogar sagen, weil ich ihn... Ist das ja nicht. Weil ich ihn unbedingt aufsteigen lassen will, sammeln wir erst das hier. Brillantsplitter. Wie kriegen wir diese Brillantsplitter her? Ich habe eine Vermutung. Belohnung für den Aufstieg. Egal wie viel Menschen von deinem entfernt sind, so wird dieser Schein für den Menschen, die für einander bestimmt sind, den Weg weisen, sodass es sich unter den Sternenhimmel treffen. Was kann ich da machen? Kann ich Talente freischalten? Hab ich ja schon. Pfeilregen. Hier Schuss, ein Treffer. Erhöht die kritische, die KT vom Pfeilregen um 10% im vergrößerten Weg. Oh, nice. Höchststufe erreicht. Höchststufe erreicht. Abwägung Stufe 2 weiter hochstufen. Alles klar. Sternbilder waren das aber. Kann ich jetzt eventuell. Kann ich nicht. So. Ich brauche Brillantsplitter. Die kriege ich wie? Zack. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Mission. Wie kriege ich Brillantsplitter? Was ist das denn? Sobald du 4 Missionen an einem Tag aufgewählt hast, kannst du dir bei der Abenteuergilde eine zusätzliche Belohnung einsammeln. Ja, die brauche ich nicht. Die brauche ich echt nicht. Brillantsplit. Oh, warte. Mögliche Belohnungen. Dieses möglich ärgert mich ja hart, ne? So, was haben wir hier? Ich brauche Brillantsplitter. Haben wir hier safe nicht. Was ist das denn? Ja, nee. 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 Warum müssen wir echt auf die Abenteuerstufe warten? Da habe ich echt gar keine Lust. Was ist das denn? Kundschaft der Langschwert. Alter Schwede. Beute von Schuldeneintreibern ab Stufe 60. Genau. Das ist eine mögliche Belohnung. Es tut so weh. Es tut so weh. Es tut einfach so weh. Es tut einfach weh. Warte, geh mal raus hier. Ran da. Waffe. Ich brauche ganz dringend Verstärkung. Oder muss ich die erst? Muss ich auch aufsteigen lassen? Alles klar. Alles klar. Dementsprechend hat sie jetzt einen Basisangriff von 121. Oder auch nicht. Machen wir erstmal die kleinen weg. Die gibt. Nee, warte, erstmal die ein paar große. Ne? Komm schon. Stärken. Von 121 auf 100. Ja, abbrechen, warte. Dann gehen noch drei weg. Okay, jetzt habe ich was falsch gemacht, glaube ich. Ich glaube. So. Alles klar. 187. Zum Aufstufen brauche ich für Stufe 25. Alles klar. Nächster. Wo ich mit ihm am meisten kämpfe. Man kann man sagen, was man will. Die anderen haben noch eher so eine Mehrwaffe, weißt du? Also die will ich halt. Guck mal, der kann zum Beispiel noch nicht mal aussteigen. Verstärken. Der auch nicht.
ihr auch nicht. Ich brauche diese Festung des Löwenzahnkämpfers. Beim Andenken hätten wir vom Mondschatz zu halten. Alles klar. Dann haben wir erstmal Ambers Charakter gelevelt, erhöht und. Nein! Und meine Waffe.